Ja, ganz herzlich willkommen zu einer kleinen Übersicht über das Simple Past. Und diese Zeit ist eigentlich ganz gut zu lernen, weil wir haben ein paar Parallelen halt zur deutschen Sprache, zum englischen, also zum deutschen Präteritum und einerseits Parallelen zum Simple Present. Deswegen können wir da auf jeden Fall auch ein paar Regelmäßigkeiten sehen und die gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen durch. Genau. Warum das zum deutschen Präteritum halt ein bisschen ähnlich ist, ist halt einfach, wir haben dieses Ich rede wird zu Ich redete und I talk wird zu I talked. Und das zeigt uns einerseits halt einmal diese regelmäßigen Verben, die kriegen alle einfach im Simple Past so eine ED-Endung daran. Ne? Es gibt relativ viele unregelmäßige Verben, ne? Wir kennen das auch aus dem Deutschen wieder, so ich spreche und ich sprach, ne? Wobei dann, also das heißt, also sprechen ist dann ein unregelmäßiges Wort, wobei dann alle Wörter halt so wie reden und beten, ne? Das ich redete, ich betete, ne? Das ist dann halt wieder diese Regelmäßigkeit. Genau, die Verneinung. Im Simple Past funktioniert auch wieder mit did. Wir haben das im Simple Present mit do gemacht. Und jetzt müssen wir einfach den Satz genauso aufbauen, wie der halt im Simple Present auch wäre. Nur das do durch ein did ersetzen. Wir müssen auch hier gar keine Sprenzke machen mit he, she, it. Egal welche Form das hat, ist es auf jeden Fall immer did. Und sowas wie das oder so kommt dir gar nicht vor. He did not steal your bike. Im Simple Present wäre das He does not steal your bike. Er stiehlt dein Fahrrad nicht. Und hier ist das, er stohl dein Fahrrad nicht. Stahl dein Fahrrad nicht, oh mein Gott. Sorry, jetzt, oh mein Gott. Fragen. Wie machen wir Fragen im Englischen, im Simple Past? Auch wieder die Unterteilung ohne Hilfsverb und mit Hilfsverb. Hier ganz genau wieder auch wie im Simple Present, nur das Du ersetzen durch ein Did. Und mit Hilfsverb auch einfach hier die Form ersetzen durch die jeweilige Simple Past Form. Are you excited? Bist du aufgeregt? Wird so. Were you excited? Warst du aufgeregt? Genau. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und denke, damit seid ihr ganz gut ausgerüstet, um die Blätter zu machen.